Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was die Verkettenfunktion in Microsoft Excel ist und wie du diese anwendest. Wie du hier siehst, befinden wir uns in unserer Beispielsarbeitsmappe mit den fiktionalen Datensätzen. Diese kannst du ebenfalls nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was die Verkettenfunktion eigentlich ist. Die Verkettenfunktion dient dazu, den Inhalt von verschiedenen Zellen zu verketten, das heißt zu vereinen und in einer Zelle auszuspielen. Man kann beispielsweise in diesem Arbeitsblatt nun hier den Namen und die Punkte erreicht einzeln kopieren bzw. hier hingehen und abschreiben. Oder man nutzt im Anschluss hier die Verkettenfunktion. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehen wir hier in diese Zelle rein und schreiben ist gleich verketten, Klammer auf, und sehen nun schon hier Text 1, Text 2 und so weiter. Nun markieren wir unsere Zellen mit dem Inhalt, die wir hier verketten wollen. Hier in unserem Fall möchten wir einmal den Namen und die Punkte erreicht in einer Zelle direkt übersichtlich darstellen. Hierzu klicken wir nun hier rein, machen ein Semikolon und klicken nun auf die Punkte erreicht. Wir machen nun eine Klammer zu und drücken auf Enter. Nun sehen wir hier schon, dass die Punkte bzw. auch der Name in der Zelle angezeigt wird. Wir haben nun hier zwischen der Zelle 1, sprich den Namen, und der Zelle 2, den Punkten, keinen Leerraum. Um nun diesen Leerraum einzufügen, damit es besser aussieht, gehen wir noch einmal in die Formel rein und machen einfach ein weiteres Semikolon, sprich einen weiteren Text, und schreiben hier, wie in jeder anderen Formel auch, wenn man einen Text selber einfügen möchte, ein Anführungszeichen, ein Leerzeichen und nochmal ein Anführungszeichen. Nun klicken wir auf Enter und wir sehen, dass diese beiden Zellen nun verkettet wurden. Nun können wir diese Funktion nehmen und hier rechts unten als Beispiel hier runterziehen. Nun haben wir hier diese Inhalte dieser beiden Zellen schön übersichtlich in einer Zelle dargestellt und können auch hier diese Zellen nun für weitere Funktionen nutzen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Excel-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.